Ja, vielen Dank, Herr Dette, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie herzlich begrüßen zum dritten partizipativen Integrationsworkshop hier in Wetzlar. Darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Bülent Arslan. Ich bin Geschäftsführer von IMAP und gemeinsam mit meinem Kollegen Christopher Vandenhövel begleiten wir die Aktivitäten der Stadt im Rahmen dieses Projektes. Herr Dette hat es angesprochen, das Projekt findet statt im Rahmen des landesweiten Projektes Modellregion Integration. Und auch das hat Herr Dette erwähnt. Eigentlich wäre jetzt vorgesehen, dass Frau Dr. Bachmann aus dem Ministerium ein Stück auch die Aktivitäten hier in Wetzlar in die landesweiten Aktivitäten einordnet. Das hat jetzt witterungsbedingt leider nicht funktioniert. Deswegen würde ich Ihnen vorschlagen, dass wir in unserem Programm, wie vorgesehen, fortfahren. Ich will gleich versuchen, Ihnen mal darzustellen, was so die Struktur unserer Arbeit angeht und was wir heute vorhaben. Und wir wollen in zwei Schritten vorgehen. Wir wollen zunächst einmal uns ansehen, was die Ergebnisse aus der Arbeit der Arbeitsgruppen angeht, dass wir uns die Ergebnisse und den Sachstand ansehen. Das werden Damen und Herren gleich tun, die in den Arbeitsgruppen aktiv waren. Anschließend würde ich versuchen, Ihnen hier den Prozess darzustellen. Und danach wollen wir mit Ihnen, ja, methodisch nach der Methodik des World Cafés mit Ihnen gemeinsam draußen im Foyer drei Fragen zu bearbeiten, die dann wichtig sind für die Erstellung auch des Handlungskonzeptes. Das werde ich aber nachher erläutern. Wir haben vorgesehen, bis 7:30 gemeinsam zu arbeiten. Jetzt durch den Wegfall des Vortrags von Dr. Bachmann kann es sein, dass wir ein paar Minuten eher fertig sind, aber das überlassen wir jetzt einfach dem Verlauf des Nachmittags bzw. abends. Einverstanden? Haben Sie Fragen zum Ablauf? Der ist anders als angekündigt ursprünglich. Wie kommt das? Helfen Sie mir, wo? Wo ist er anders? Nein, also. Es hat zwischenzeitlich Verschiebungen gegeben. Ja. Ja, aber wir haben im Grunde genommen, um der Struktur gerecht zu werden, den Bericht der Arbeitsgruppen vor IMAP Ach so, sozusagen. Nee, das meine ich nicht. Mir war ursprünglich angekündigt worden und den anderen Anwesenden in der AG, dass es hier das Handlungskonzept vorgestellt würde und dass wir darüber noch nicht diskutieren. fertig. Und das, was wir jetzt machen, ist was völlig anderes. Okay. Nein, nein, das. Das ist ja, Das das soll ja Handlungskonzept ist aber noch Teil nicht des. fertig. Ja. Ja, gut. Aber Deswegen frage jede ich ja nach, Anregung was ist herzlich willkommen. Also das, was wir heute vorhaben, soll ja in das Handlungskonzept einfließen. Ich werde Ihnen das gleich darstellen. Und insofern ist das noch ein Bestandteil der Erarbeitung des Handlungskonzeptes. Vielleicht zeige ich Ihnen diese Struktur, dann wird auch vielleicht diese Frage klarer. Der Bitte. Tagesordnung Resümee, heißt das, dass wir auch kritisch resümieren dürfen oder ist das nur Herr Dette? Gibt es da noch eine Möglichkeit, dass es Fragen gestellt werden, Also schriftlich wir zum haben ja, Rückblick? deswegen sind wir eigentlich heute hier, dass wir die Möglichkeit bieten, dass wir gemeinsam diskutieren. Ne? Deswegen werden Sie da Möglichkeiten haben, auf jeden Fall. Also ich zeige Ihnen vielleicht diese Übersicht vorab, um mal einzuordnen, wie das Handlungskonzept aufgebaut ist und um auch ein bisschen daraus abzuleiten, wo wir stehen. Sie schauen hier. Wir haben hier auf der einen Seite den Bereich, das haben wir jetzt mal stadtweite Integrationsarbeit genannt. Das ist eben die Integrationsarbeit, die durch die verschiedenen Akteure in Wetzlar geleistet wird. Und wir haben das gegliedert in einen zweiten Bereich, das sich primär auf die verwaltungsinternen Abläufe konzentriert. Ja, das heißt, Sie sollten bitte jetzt gedanklich auch in diesen zwei Dimensionen sich das vorstellen. Das heißt, in beiden Bereichen, sowohl was die stadtweite Integrationsarbeit angeht, als auch die verwaltungsinterne Integrationsarbeit, gliedern wir das Ganze auf, zum einen in strukturelle Themen und inhaltliche. Also strukturelle heißt, da geht es darum, ja, wie der Name es sagt, in welchen Strukturen soll gearbeitet werden, welche Organisationsformen gibt es, welche Gremien sollen da tagen. Diese Fragen stehen bei den strukturellen im Mittelpunkt, jeweils hier oben und auch in den verwaltungsinternen Abläufen. Und in beiden Bereichen geht es eben auch um inhaltliche Handlungsfelder. Also sowohl was die stadtweite Integrationsarbeit angeht, als auch die verwaltungsinterne.
Und bei der Frage der stadtweiten Integrationsarbeit hier in dem Bereich, die inhaltlichen Handlungsfelder, die sind erarbeitet worden in Arbeitsgruppen, in 5 Arbeitsgruppen. Sie sind hier dargestellt. Und wir hatten jetzt zum Programmablauf uns das so vorgestellt, dass wir ja zum einen natürlich Ihnen die Chance bieten, dort hinten an den Stellwänden das auch nochmal im Detail sich anzusehen. Das können Sie gerne gleich nochmal in der Pause oder im Anschluss nochmal tun. Aber wir möchten jetzt gern auch nochmal Ihnen jetzt die Arbeit der Arbeitsgruppen hier kurz vorstellen lassen. Und ich würde sagen, steigen wir da ein. Die erste Arbeitsgruppe Sprache und Bildung im Elementarbereich, das hätte eigentlich Frau Schermbach übernommen. Sie ist jetzt aber auch witterungsbedingt verhindert. Das stellt uns aber Herr Matzke vor. Bitte, Herr Matzke.